bin zurück. Ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ihr habt jetzt 3 Wochen ungefähr nichts mehr von mir gehört. Warum das? Diejenigen, die mir auf meinen sozialen Netzwerken folgen, wissen es vielleicht schon, aber erstens mal, ich habe Ende Juni meinen Bachelor gemacht. Ich bin jetzt Bachelor of Arts in Business. Und am Schluss wurde das Lernen doch ein bisschen zu viel und ich musste deswegen mal eine Woche skippen. Danach war ich jetzt 2 Wochen in Kroatien und was habe ich dort gemacht? Ich habe im Social Media Team von einer Matura-Abiturreise gearbeitet und habe dort für Facebook und für Instagram Videos produziert, wie zum Beispiel dieses hier. Ja, also vor allem Partyvideos. Aber es hat sich da doch eine seltsame Leidenschaft in mir entwickelt. Und zwar eine Leidenschaft für Nick Berger. Kurz zur Erklärung, Nick Berger ist ein ehemaliger österreichischer Volleyballspieler. Und der hat dort am Gelände unterrichtet und auch ein Turnier abgehalten. Und mein verwirrtes Hirn hat sich darauf festgeschossen, dass ich jetzt für diesen Typen die übertriebensten Videos produzieren muss. Ich habe 2 Videos für ihn produziert. Erstens mal das Trainingsvideo. Er lernt den Rekruten von sich. Den Feueraufschlag. Nur er kann den Feueraufschlag, der festeste Aufschlag, der im Volleyball möglich ist. Und ja, schaut euch doch mal selber an. Der zweite Teil wurde noch um einen Ticken skurriler, nämlich Nick Berger veranstaltet ein Turnier, um herauszufinden, wer sein Nachfolger sein wird. Es ist ein Turnier auf Leben und Tod. 2 Mannschaften sind immer gegeneinander, der Gewinner bleibt dran, der Verlierer ist weg. Und ja, schaut euch das Video einfach selber an. Das waren jetzt ein Nick Berger Teile. Eigentlich war eine Trilogie geplant, denn es gab ein so gutes potenzielles Video und einen so guten Abschluss. Nick Berger ist nämlich einmal mit einer Handvoll Absolventen nach Porridge gefahren. Dort ist nämlich der Grand Slam, der Beachvolleyball Grand Slam. Und ich wollte so inszenieren, dass Nick Berger kehrt zurück, das Stadion tobt beim Reinkommen, die Rückkehr einer Legende. Aber es hat dann nicht so hingehaut, das Footage hat nicht ganz gepasst und ich konnte es nicht so machen, wie ich möchte. Deswegen erspare ich euch das. Die beiden Videos wurden überraschenderweise bis heute noch nicht gepostet. Wenn sie es jemals posten werden, würde ich mich sehr freuen. Was habe ich noch dort gemacht? Das Social Media Team bestand aus 5 Leuten. Diese 5 Leute waren allesamt YouTuber. Deswegen wollten wir die Zeit, die uns noch übergeblieben ist, was nicht sehr viel war, noch nutzen, um eigenen Content für unsere Kanäle zu produzieren. Meine Idee war es, eine Art Zombieland zu drehen auf der Halbinsel. Die Zeit war dann doch knapper und wir konnten es nicht ganz fertigstellen. Ich wollte eigentlich ein eigenes Video daraus machen, aber es ging sich nicht ganz aus. Es ist nur 1,5 Minuten lang, deswegen habe ich gedacht, okay, das ist doch komisch und das hat kein Ende. Aber ich möchte das nicht vorenthalten, was wir da gedreht haben. Und deswegen setze ich hier mal den Anfang von Zombieland. Servus Leute, den Burschen von eurer Mom, dem Dias und dem Basti, uns ein riesen Missgeschick passiert.
Wir sind auf einer Zombie-Insel gelandet. Unser erstes Ziel ist es jetzt, in Sicherheit zu gelangen und zu überleben. Wow, 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 Leute, das ist eine Horde, Langsam bekommen wir ein weiteres Problem. Der Hunger steigt, die Crew verliert ihre Motivation. Ein Vogel! Erste Sache geschafft, wir sind genähert. Das nächste Ziel ist es nun, aus dem Zombie-Gebiet zu entkommen und Sicherheit zu finden. Niki, ich habe von einem Ort im Norden gehört, der Hilfesuchenden Schutz bieten soll. Ja, und worauf warten wir dann noch? Na, da seid ihr voll behindert, der Norden, das klingt schon nach Zombies. Also ich bin voll der Muckis Meinung, das ist voll der Scheiß. Ja, Mann, er kann Spuren lesen, doch, wir können es nicht. Leute. Einfach. Werfen wir einfach eine Münze. Fuck, Gott, jetzt ist der Norden. Falls es euch gefallen hat, lasst es mich unbedingt wissen, weil dann kann ich die anderen Leute vielleicht dazu bringen, noch eine Fortsetzung mit mir zu drehen. Ich find's wirklich cool, aber ja, ihr entscheidet. Was noch? Ah ja, meine Haare werden immer länger und hängen mir schon langsam ins Gesicht, deswegen habe ich jetzt hier ein Bandana auf. Weiß nicht, was haltet ihr davon? Kurze Umfrage. Und ja, das war's auch schon wieder mit den Neuigkeiten, Updates. Ich werde jetzt anfangen, fleißig Content für unseren Kanal zu produzieren. Ich hoffe, diese kurze Pause war nicht zu lang und ich muss euch nicht reanimieren, sondern seid noch aktiv. Wenn wir noch in Love sind, lasst mir ein Like da, es würde mich sehr freuen, es hilft mir wirklich viel. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, dreht jetzt der Gang jetzt bei, wir machen wirres Zeug. Folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken, um Informationen wie diese hier schon vorzeitig zu erhalten. Wenn ihr das Video teilt, lade ich euch in 5 Jahren auf einen Cheeseburger ein. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, es ist Sommer, genießt die Sonne oder bleibt drin und schaut ein paar Videos von mir, noch besser, oder? Und ja, bis zum nächsten Mal.